Ja, die schönsten Kindheitserinnerungen, komme ich wieder auf die Natur zu sprechen, sind natürlich unsere Alm, die Sie ja kennen. Da habe ich zum ersten Mal, ich glaube, ich kann mich erinnern, da war ich vielleicht ein paar Monate alt, da lag ich im Kinderwagen. Ich weiß noch ganz genau, ich habe so raufgeguckt und da oben, da waren so Blätter und da summten so die Bienen. Und das war, gab mir ein Gefühl von Paradies, von Unbeschwertheit, von Weiche, Wärme. Und jetzt haben Sie sich Ihr eigenes Paradies geschaffen im Tessin. Ja, ja, das kann man wohl sagen. Das hat mal ein Journalist so nett genannt, Karl Schells nordsüdlicher Traumgarten. Und das stimmt ein bisschen, wir haben da drüben sind die Berge mit dem Schnee und da habe ich Fichten, Föhren und ganz viele Bäume, wie auf der Alm gepflanzt, nordische Bäume. Das sieht so aus, wenn man guckt, wie ein norwegisches Fjord. Und dann immer mehr gegen den Süden hinüber, in diese Richtung, wo wir jetzt da hinsehen, dann diese Palmen, die nachher ein bisschen mein Spezialgebiet geworden sind. So dass ich hier eigentlich Süden, Norden, ich würde sagen, fast die ganze Welt im Kleinen zusammen habe. Ich habe effektiv Pflanzen von der Tundra bis hochtropische Pflanzen. Und das macht mir Spaß, das freut mich, das fühle ich mich wie ein kleiner König. Ne? Ich würde sagen, also ich kann mir kaum einen Mann vorstellen, der sein Auto so liebt wie mein Mann, die Palmen. Das ist also eine ganz große Liebe. Ich kann mich einmal erinnern, da ist eine am Eingehen gewesen und da war er so traurig. Das war also für ihn schlimmer, glaube ich, also ich würde nicht sagen schlimmer, als wenn jemand, ein Mensch sterben würde, aber ebenso schlimm. Also er hat gesagt, es wäre ihm lieber, das Haus wäre kaputt und die Palme würde überleben. Aber Sie fühlen sich ja offensichtlich nicht zurückgesetzt, denn Sie helfen ihm ja im Garten auch. Ich helfe mit, natürlich nicht beim Pflanzen und so, aber so ein bisschen sauber machen, Ordnung machen und Gras mähen und schneiden, ja, das mache ich schon. Doch, das mache ich auch gerne. Ich mache es lieber, als im Haus irgendwas zu machen. Das macht mir auch Spaß. Ist es nicht schwierig für einen Mann, der immerhin jahrelang den Ruf eines Abenteurers hatte, plötzlich mit einem und demselben Partner rund um die Uhr zu leben? Da müsste ich zuerst mal fragen, wer hat das gesagt? Ich weiß es nicht. Aber Abenteurer bin ich heute noch. Nein, ich glaube, ich war immer, mein größter Wunsch war, ein harmonisches Familienleben zu haben. Vor allem, weil ich Kinder sehr liebe. Ich finde, Kinder sind die perfektesten Menschen. Sie kommen vielleicht vom Himmel oder irgendwoher, aber sie sind noch nicht schlecht, sie sind noch gut, sie sind anhänglich, sie sind liebenswert. Sie sind, also das finde ich, da kann ich stundenlang reden. Das ist noch interessanter, noch schöner als die beiden. Also Familienleben, vielleicht auch, weil ich es zu Hause nicht ganz so gehabt habe, als Außenseiter, wie ich es mir erträumt hatte. Und das war eigentlich immer mein Wunsch. Und Liebe zu definieren ist praktisch unmöglich, aber ich habe es versucht so zu sagen, dass es eine Art Vollkommenheit ist im Geben und im Nehmen. Eine Prinzessin gesucht, ja? Aber eine echte. Stichwort Kinder, muss ich natürlich noch mal drauf zurückkommen. Deshalb haben Sie so viele davon in die Welt gesetzt. Ja, meine erste Ehe, die hat aus verschiedenen Gründen nicht ganz geklappt, aber es waren also Kinder unterwegs und ich war immer von Anfang an dagegen, gegen jegliche Art von Abtreibung und solche Sachen, weil ich finde, ich gehöre zu diesen Menschen, die sagen, in dem Augenblick, wenn eine Frau befruchtet worden ist, ist das Leben da. Und alles andere finde ich Mord und sogar hilflosen Mord. Also ich meine, Mord an hilflosen Geschöpfen. Und darum habe ich die Kinder, die dann eben kamen, auch akzeptiert und stehe zu ihnen. Und in der jetzigen Ehe ist es natürlich besonders schön, weil auch die Ehe gut funktioniert. Aber ich habe mit allen Kindern Kontakt. Ja. Investieren Sie sehr viel Zeit in Ihre Kinder? Ja, muss ich schon sagen. Früher vielleicht noch mehr mit dem Marco, muss ich ehrlich gestehen, als mit der Caroline. Warum? Ja, vielleicht, weil ich da noch mehr Zeit hatte. Der Garten war nicht so groß und das Haus war auch noch kleiner. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Denn der Marco hatte dann die Tugend, wenn wir Besuch hatten, dann hat er mich einfach an der Hand gepackt und in sein Zimmer gezogen. Ich durfte mit niemandem mehr sprechen, weil es gewöhnt war, dass ich den ganzen Nachmittag nur mit ihm gespielt habe. Und die Caroline kann also sehr gut alleine spielen. Sie geht auch überall mit und sie findet es klar, dass die Mutti jetzt keine Zeit hat. Und wenn ich Zeit habe, dann, also Geschichten, das ist das Schönste für sie, dass ich dann Geschichten ihr vorlese. Und das muss ich dann stundenlang machen. Sie sind so ziemlich der einzige Schauspieler.